Fasi, das erste Spiel der neuen Saison ist durch. Wie hast du es erlebt? Ja, es ist ein schwieriges Spiel geworden, wie wir geahnt haben. Wir haben die erste Halbzeit trotz vielen Chancen das Goal noch nicht geschafft zu erzielen. In der zweiten Hälfte dann relativ schnell das 2-0, oder bis das 1 und das 2-0, das schiessen. Nachher dumm, ja, durch den Standard nochmal plötzlich alles spannend machen quasi. Ja, wir haben dann zum Glück gerade reagieren und das 3-1 machen, aber es ist sicherlich nicht ganz so, wie wir es uns vorgestellt haben. Aber ja, es ist auch ein schwieriger Match, ein schwieriger Gegner, der nur auf eins wartet, lange Bälle und stehende Bälle. Und ja, von dem her ist es, glaube ich, ein guter erster Auftritt gewesen. Wenn man auf die Aufstellungsplatte oder zumindest auf die Zahlen hat geschaut vor dieser Partie, dann war es eine klare Angelegenheit gewesen. Fachsig hat sich aber zumindest in der ersten Halbzeit nicht so schlecht verkauft. Ist auch so ein bisschen zuerst wieder ein neues reinkommen, man hat ein neues Trikot angenommen, man hat einen neuen Spieler im Team. Es ist doch gleich, ja, es ist wie, man kommt wie zurück aus den Ferien. Doch irgendwie? Ja, irgendwie schon. Es war ein kleiner Unterbruch gewesen. Aber irgendwie, wie du sagst, es ist nur ein neuer Spieler in der Startaufstellung gewesen. Es ist alles eigentlich altbekannt. Man hat auch gerade den Rhythmus wieder gehabt, schon im ersten Training. Normalerweise nach der Ferien kommst du so und merkst, ich habe jetzt nicht gerade etwas verlernt, aber es braucht einen Moment. Und jetzt ist es wirklich einfach gerade weitergegangen. Aber ja, es ist halt meistens wie in einem Cup-Spiel oder so. Sie haben einfach 100% gehen, haben es schwierig gemacht, Räume dann zugemacht. Und ja, das Quäntchen Glück hat noch gefällt in der ersten Hälfte oder die Konsequenz einfach vor dem Goal. Aber ich glaube, es war eine Frage von der Zeit, bis dann die Qualität in so einem Spiel dann quasi überwiegt. Also für Klacks ist sicher ein Highlight, heute hier gleich gespielt haben, wenn man als Verlierer vom Platz geht. Jetzt am Sonntag geht es schon wieder weiter, quasi zurück in die alte Saison. Ja, wie ist das? Wie erlebst du das, dass du jetzt am Sonntag nochmal im alten Trikot spielst? Die Aufstellung, eigentlich das alte Kader ist. Wie ist das, die Umstellung im Kopf? Ja, es ist noch speziell. Vor allem eben mit dem Kader, mit dem einen oder anderen Spieler, den wir jetzt neu haben, die nicht dürfen auflaufen am Sonntag. Das mit dem Trikot habe ich jetzt nicht gewusst. Aber in dem Fall, ja, dann ziehen wir am Sonntag nochmal als anderen an. Sicherlich irgendwo durch speziell, wenn man fokussiert sich jetzt wieder auf die neuen Ziele, neue Herausforderungen. Und jetzt plötzlich spielt man noch einen Wettbewerb vom letzten Jahr fertig. Aber es ist doch auch schön, es ist eine grosse und schöne Affische. Ja, wir wollen das Double holen. Von dem her ist es eigentlich egal, ob wir jetzt irgendwo quasi einen Switch machen müssen. Ich bin sicher, dass wir das gut werden meistern. Also, Fasi, gute, kurze Erholung. Und wir sehen uns am Sonntag wieder. Und dann wieder Vollgas. Happy Bay. Merci.